denn wir wollen in Form von einer Ständerbauweise hier im Linienbus ein paar Wände ziehen. Das hatte ich auch so im Kopf. Ich habe es aber ausgesprochen, also ist meine Idee. Ist okay. Warum wir das jetzt alles gemacht haben mit diesen Hohlwänden, ist natürlich Stabilität und wir können hier jetzt dann noch jede Menge Cables durchlegen und das ist natürlich nicht schlecht. Good morning, Freunde, und willkommen zu einem neuen Teil Linienbus Tiny House Projekt. Einen wunderschönen guten Morgen. Direkt die Stimme abgekackt. Da sitzt der Frosch noch quer. Ja, willkommen zurück im Linienbus. Im letzten Video haben wir euch gezeigt, wie wir diese wunderschöne Chill-Area da hinten gebaut haben. Und heute werden wir uns mit diversen Wänden beschäftigen. Der René, der war heute Morgen schon im Holzfachhandel, mhm, ja, und hat entsprechendes Holz besorgt, denn wir wollen in Form von einer Ständerbauweise hier im Linienbus ein paar Wände ziehen. Und das zeigen wir euch heute. Jetzt mache ich aber erstmal Licht an, hier mit meiner schönen App. Einmal Licht an, bitte. Oh. Und wollen wir für das Gefühl auch hinten die LEDs anmachen? Ja, komm. Klar wollen wir das. Mann, ey, was ist das denn schon wieder? Der Vorführeffekt. Ja, gerade eben hat es noch einwandfrei funktioniert. Egal. Ich wünsche euch viel Freude beim Schauen des Videos. Wir fangen mit dieser Wand an, denn der Plan ist, dass wir quasi hier so eine Art Eingangsschleuse bauen, damit hier die kalte Luft nicht mehr so reinziehen kann. Das bedeutet, wir wollen rechts und links von der hinteren Tür eine Wand ziehen und dann später mittels einem schweren Vorhang hier das Ding zumachen. Das ist der Plan und damit starten wir jetzt erstmal. Also viel Freude beim Schauen des Videos. Und wenn ihr neu hier seid, ja, dann lasst jetzt schon mal ein Abo da. Wichtig. Ist wichtig, damit ihr hier den ganzen weiteren Ausbau nicht verpasst. Mhm. Also, bis gleich. Also, folgender Plan. Wir werden jetzt hier eine Wand bauen, die auf ca. 55 cm Breite raussteht, damit wir hier den Vorhang quasi mit der Stufe bündig machen können. Kleiner Überstand ist wichtig, dass der Vorhang natürlich nicht in der Stufe hängt und die Luft durchziehen kann, sondern auf dem Boden aufliegt. Ja, dafür haben wir uns jetzt ein paar Holzlatten besorgt. Hier machen wir eine normale Dachlatte an die Seite und dann bauen wir quasi mit den Holzlatten eine an die Decke, ne? Eine unten, ja, und dann kommt hier wieder eine hoch und dann haben wir uns quasi so ein Viereck gebaut. Ja. Das ist der Plan und den oder das Viereck besser gesagt, können wir dann später mit Platten unserer Wahl, also wahrscheinlich 15 mm Creamply, einfach festschrauben, schön ausrichten, dass das auch alles passt und dann hier von der anderen Seite noch Steckdosen und so rein. Genau, und die Latte haben wir jetzt hier ausgerichtet, das passt, können wir sie dran schrauben. Wundervoll. Feuerfrei. So, pass auf, mein Plan ist jetzt folgender. Mhm. Wir messen uns jetzt den Abstand nach oben, mhm, stellen die Latte und dann können wir uns das ausmessen. Ja. Das habe ich mir gerade, als du weg warst, ausgetüftelt. Nee, das hatte ich auch so im Kopf. Ich habe es aber ausgesprochen, also ist meine Idee. Ist okay. Ich sag dir mal, wie es ist, ne? Die Schraube setzt sich gerade an und die zieht sich dann einfach schief da rein. Das wird sein, ja. Das ist so. Ja. Doch, die geht auf den letzten Meter. Ja, aber... Blöde Mann, ey. Wer jetzt? Die Schraube. Okay. Wohlgemerkt, wir richten gerade eine Latte mit einem Winkel an einem schiefen Boden aus. Kann also nur gut werden. Das Ergebnis zählt. Alter Vater. Jetzt habe ich mich auf. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Also pass auf, das ist das Ergebnis. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt richtig sehen könnt. Eurer Meinung nach, steht diese Latte jetzt gerade oder nicht? Richtig, man weiß es einfach nicht. Ich würde sagen, die muss noch auf jeden Fall oben weiter nach rechts, dass sie gerade steht. Laut Winkel steht sie aber gerade. Der Winkel steht aber auch auf einem schiefen Teil. So, das ist... Ich tüdel da mal ein bisschen, aber ich glaube, ich gehe da einfach nach Augenmaß. Nee, das ist so kacke. Also ich sag's euch, wie es ist, wir kriegen das Ding irgendwie nicht richtig hin. Wir haben mit dem Laser versucht und so, aber das ist auch alles irgendwie Bums hier drin, weil eh alles schief ist. Wir haben jetzt einfach den Winkel in den Innenschenkel quasi gestellt, weil er dann wenigstens, also, ne, so und so sieht das auch irgendwie gerade aus. Ja, so machen wir das jetzt einfach fertig. Fragt eh kein Mensch mehr am Ende des Tages, ob das jetzt gerade ist oder nicht. Also wahrscheinlich werden wir dann auf Messen und Events darauf angesprochen, dass die Wand schief ist, weil ihr es wisst, aber das ist mir vollkommen egal. 44,5. Ist jetzt wirklich auch gar nicht so einfach, das Ding auszurichten. Aber wir können auch eigentlich erstmal das da dran schrauben und dann können wir den Rest ausrichten. Ich habe ja bei einem guten Zimmermann gelernt. Ich weiß ja, wie man sowas baut. Ich bin nämlich jetzt auch professioneller Zimmermann. Ist so, die machen das auch nicht anders. Bin ein bisschen verrutscht. Professioneller Zimmermann. Jo,
sitzt aber. Nee, würde ich sagen, haben wir eine astreine Wand hingestellt. Nach 8 Stunden. Nach 8 Stunden? Jetzt bauen wir das Ding. So machen wir das. Und dann verkleiden wir das. Ja, wir müssen nur... Wir legen erstmal Kabel und so. Ja. Und dann, ja gut, eine Seite verkleiden wir schon mal. Mhm. Dann können wir Kabel legen, dann können wir die da ordentlich festmachen. Und dann können wir die Wände dämmen. Bringt zwar nichts, aber Schaden tut es auch nichts, hat der René gesagt. Wenn der René das sagt, dann stimmt es. Und dann machen wir das so. An dieser Stelle eine kleine Werbeunterbrechung. Wir haben wieder Scotties auf Lager. Die waren jetzt lange Zeit ausverkauft bei uns im Shop. Wir haben wieder Nachschub bekommen, also gönnt euch einen neuen Scotty-Grill. Die wurden überarbeitet, haben jetzt so eine geile Tropfschale. Alles weitere findet ihr bei uns im Shop. Gas ist auch wieder ausreichend da. Die Sommersaison kann starten. Und los. Es ist ja eigentlich mit der GoPro. So, hast du mir eine Latte mitgebracht? Ich habe dir eine Latte mitgebracht. Ja, dann hau mal an die Wand da. Gemessen hast du, wenn es nicht passt, bist du schuld. Nee. Wenn es nicht passt, bist du schuld. Wo soll denn das nicht passen? Ich bin einfach ein Profi. Das passt aber. Ja? Ja. Sehr gut. Dann schrauben. Rein da. Primo24.de. Freundship 10, Rabattcode. Kann da 10% sparen. Oh, habe ich hier richtig viel Infos für euch. Boah, was bin ich froh, wenn dieses Kabelchaos hier ein Ende hat, ey. Tja, wie messen wir das jetzt? Also ich habe halt hier gemessen und bin dann auf 55 gegangen. Weißt du? Ja. So, und 55 ist ja hier kurz vor der Kante. So, next Latte. Und wie hauen wir die da rein? Wie hauen wir die? Parallel zur Wand hauen wir die da rein. Also mit dem Finkel quasi so, oder? Ja. Next Latte, wo ist der Laser? Richtig Laser, wie du abgehst. 2,7,3 Meter. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn die Latte steht. Steht wieder eins. Paul ist auch da. Ich kriege hier echt die absolute Vollkrise mit diesem Winkel und Nichtwinkel. Paul, schraub mal die Latte da fest. Alter, ist aber schon wirklich sehr flexibel, ne? Gib mal her, das Dingen. Ich mache jetzt erstmal den hier und dann können wir den da vorne immer noch ein bisschen ausrichten. Ich raste komplett aus! Ich raste aus! Das ist ehrlich, das ist so bescheuert. Wir haben 8 Millionen Akkus, 6 Millionen Akkuschrauber. Ja, und wir fucken uns bis zur letzten Sekunde ab. Das ist einfach. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Das ist einfach so ein hausgemachtes Freundschaftsproblem. Nee, du musst dir erstmal merken, dass er leer ist. Ja, habe ich doch schon. Vor einer halben Stunde. Stufe 1, Schrauben reinschrauben. Reicht jetzt. Kamera aus. Akku tauschen. So, nach einer kurzen Mittags- und Gedenkpause haben wir schon mal eine Wand hier reingestellt. Also die haben wir gerade in der Mittagspause gefräst. Das war jetzt mal so der Test. Und ganz ehrlich, das passt schon ziemlich gut. Da oben müssen wir Müll wegnehmen, damit wir den Rest dann auch noch ranschieben können. Hier ist ein Spalt entstanden, natürlich, weil wir nur gerade runter gemessen haben. Aber ganz ehrlich, das ist vollkommen egal, weil die Wand wird eh noch mit was verkleidet. Da sollen ja so Akustikpaneele drauf, die covern den Schlitz. Da müssen wir uns jetzt wirklich gar keine Sorgen machen. Ja, ansonsten müssen wir jetzt noch ein Kabel legen, was vom Sicherungskasten dann hier in die Wand reingeht. Denn, wie schon gesagt, auf der Seite wollen wir Steckdosen machen. Aber ganz ehrlich, das gibt jetzt schon ein ganz anderes räumliches Gefühl, wenn da einfach so eine kleine Wand steht. Ja. So, das passt schon. Also das ist schon einfach, das ist schon gut so. Gut, jetzt besteht die Schwierigkeit darin, dass wir die Platte hier an diese Schräge anpassen. Da, weil die muss quasi auf dem Schrägen sitzen. Wir werden es so machen, dass wir die Platte quasi dagegen stellen und den fehlenden Abstand sozusagen ausmessen und es dann einfach anzeichnen. Das ist eigentlich nicht so schwer. Ja, okay. Also René hat jetzt hier diese Konstruktion gebaut. Das sind wohl 28 cm bis zu dieser Ecke. Hier steckt unser Bleistift drin. Die Mine ist jetzt ganz lang, so. Und dann können wir jetzt einfach hier dran und können das hier irgendwie, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau, so hier hoch. Das ist zu breit, Digga, das wird nix. Komm da nicht. Das so geht's. Nee, wird nix. Das muss flach sein, Hasi. Du musst so bauen. Weil ich komm hier gerade so, tendenziell aber auch eher nicht, dahin. Scheiße.
Können wir nicht einfach einen Zollstock nehmen? Können wir. Aber das passt mit 28 nicht, ne? Nee, den müssen wir dann aufklappen. Also es muss in unserem Fall leider sehr schmal sein, weil ich sonst hier gegen die Kante komme. Und das macht natürlich keinen Sinn. Gut. Second try. Lochböhrung ist da. So, na dann. Schätzungsweise so. Ja gut, hier ist natürlich klar, das geht da noch ein bisschen rein, deswegen hat das hier so eine... Ja, aber das passt schon, wenn wir das so hier... so irgendwie machen. Kann ja auch ruhig ein bisschen mehr sein. Ich bin Picasso. Gut, Stichsäge und ran da. Ist die noch im T6? Ja, ja. Na, dann schauen wir mal, ob das jetzt hier so passt. Ja, hier passt das ziemlich gut. Also es ist so, wir haben jetzt tatsächlich einen anderen Strich genommen, weil unsere Technik da irgendwie nicht so 100% gepasst hat. Ich habe das nochmal nachgemessen. René war so clever und hat auf ein Stück Pappe einfach das gegenüberliegende Teil angezeichnet, in der Hoffnung, dass es dasselbe ist. Und es war dasselbe. Tada, so sieht's aus. Und das ist mein Strich. Wir wären echt einen Zentimeter zu tief gelandet. Aber es passt perfekt. Haben Sie gut gemacht, Herr Schulz. Sie auch, Herr Freund. Genau, das hier. Ja klar, dass die ein bisschen unschief, also ungerade ist, ist ja okay. So, jetzt müssen wir die gleiche Dings nochmal ausschneiden. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wo wir hier die Steckdose reinmachen. Ich habe hier schon mal ein Kabel reingelegt. Eine Läutung. Das ist übrigens eine alte aus dem Linienbus, die wir recyceln können. Und da müssen wir jetzt noch überlegen, wo da die reinkommen. Das machen wir gerade mal. So, ladies and gentlemen, we proudly present you the zweite Wand. Ja, so und nicht anders. Ist so, oder? Ja. Ja, da müssen jetzt ja eigentlich mal die Schlawiner hier durch. Mhm. Welches wo ist Bums, oder? Mach beide einfach unten durch. Okay. Wir müssen sowieso, das ist jetzt nur zum Testen. Ich muss vorher die Installation fertig machen. Weißt du? Ja. Weißt du? Ja. Weißt du? Ja. Schreib es ja nicht so an. Junge, 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 Junge. Ja, da müssen wir fast sogar noch ein Stückchen wieder raus. Ja. Geil. Eins Wand. Ja, und dann können wir da eine Latte vormachen. Ja. Und dann ist gut. Die gerade nehmen wir. Ja, das wäre doch gut. So, wir haben uns übrigens dazu entschieden, also hier kommt wirklich nur Thermostat rein für die Heizung hinten und Lichtschalter. Mit dem können wir dann quasi hinten LED-Stripes und so steuern. Später kann man auch, glaube ich, die Beleuchtung damit schalten. Das müssen wir aber dann nochmal schauen, aber das ist ja noch Zukunftsmusik von für Hunde aus, also lange hin. Hä? Geil. René, wir machen Feierabend. Machen wir. Haben wir wieder gut gemacht. Yes. Ich messe das morgen früh direkt aus. Hast du mich über der... Ja. Genau. Dann können wir die nämlich direkt durchlaufen lassen. Ja, sehr gut. Übrigens, Freunde, für euch kurz. So sieht ein Paul aus, wenn er Ball gespielt hat. Habe ich da gerade Ball gehört? Bist du ein bisschen kaputt? War das gerade ein bisschen anstrengend für dich? I think so. Okay, geil. Dann bis morgen. Hallo. Willkommen zurück. Wir haben hier eine schöne Holzplatte. Das ist Wandverkleidung für die Seite. Und jetzt gucken wir mal, ob die passt. René hat sich nämlich heute Morgen schon ausgiebig damit beschäftigt, diese Platte hier reinzutüdeln. War natürlich wieder nicht einfach, weil alles schief ist. Aber das sieht gut aus. Toll. Ist doch klasse. Machen wir nochmal. Ne? Also zweite Platte. Jo. Schneiden wir uns gerade zurecht und dann können wir das Ding da reinmachen. Bevor wir die aber festschrauben, auch die da, müssen wir uns gleich nochmal Dämmung besorgen. So. Oh, und ich muss auch noch die Elektronik da hinten vertüdeln, bevor wir da Dämmung reinklatschen. Die da musst du wegtüdeln. Und die muss da weg, weil sonst kriegen wir das da nicht rein. Ja, okay, sieht doch schon mal gut aus. Bis gleich. So, willkommen in unserer wunderschönen Holzwerkstatt. René hat hier eine Platte, die ist irgendwie, sag ich mal, komplett schon rausgeschnitten und verkackt. Die können wir jetzt hervorragend dafür nehmen. Wenn wir die so leicht diagonal da drauf schmeißen, haben wir vorhin gerade festgestellt, könnte die funktionieren. Ich bin jetzt hier sogar bündig. Ja, ich auch. Junge, das ist ja aber schon wieder Friendship's Law. Ja, Mann. Geil, wir zeichnen das an und dann machen wir das schnell mit der Kreissäge, weil das geht viel schneller jetzt als mit der CNC. Na dann, mal ran da. Aber das passt halt irgendwie gar nicht, ne? Wenn hier die Wand weiter rauskommt. Gut, aber dann schneiden wir es vorne einfach ab. Ja, oder wir nehmen hier was weg. Genau, dann messen wir uns das raus, was hier absteht. Du bist Press überall? Ich glaube, ja.
Dann nehmen wir einfach die 1,2. Wir müssen halt schon gucken, dass es hier irgendwo, ja, bis hier oder so. Jo, kann man ein Strichchen machen. Immer wieder Chaos hier, aber bis da nehmen wir jetzt einfach 1,2 weg, fertig. Versuch Nummer 2. Junge, willst du mich eigentlich? Ja, ich wollte gerade sagen. Kriegen wir hin. Da unten muss sie wieder ein bisschen raus. Ja, aber die passt. Junge, 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 ich dachte gerade, es passt schon wieder nicht. Wie finden wir das? Gut. Wir finden das Spitzenklasse. Da hinten ist auch ein bisschen weniger Spalt. Genau, und der Plan ist natürlich jetzt folgendermaßen. Also hier kommt ja dann irgendwo noch die Badezimmerwand hin. Und dann haben wir hier diesen kleinen Miniraum sozusagen. Und da kommt der Sicherungsverteiler an die Wand. Den wollen wir eigentlich heute auch noch festmachen, mal gucken. Und da ist dann auch der Wassertank unten auf dem Boden. Da stehen dann die Akkus und so. Und dann haben wir halt hier so eine kleine Nische, was wir aber auch gleichzeitig zum Beispiel als Klamottenregal nehmen können. Also können wir hier so einen Kleiderbügel hinhängen und vor den Sicherungskasten theoretisch die Klamotten hinhängen. Weil da muss man ja jetzt auch nicht jeden Tag 5-mal dran. Geil, wir holen uns Dämmung, schneiden die zurecht und klatschen die in diese Wand. Dann können wir die nämlich komplett zumachen. Selbiges muss ich hier auch machen. Aber ich glaube, René beschäftigt sich mit der Dämmung und ich beschäftige mich hier mit der Kabellage, weil das muss auch noch ordentlich gemacht werden. Und go! Freunde, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die Wand ist verkleidet, ihr habt es gesehen. Wir haben die jetzt nochmal zusätzlich gedämmt. Hier soll ja später ein Vorhang vor, damit das einfach ein bisschen entspannter ist im Winter, damit die Luft nicht da durchziehen kann. Und ich sag mal, wenn die Wand gedämmt ist, ist es gut. Bringt jetzt wahrscheinlich nicht so viel, aber egal. So, hier die Wand. Habe ich hier schon die Stromverkabelung gemacht. Hier gehen also die Hauptstromzuleitung rein. Das hier ist die Leitung für die Heizung. Die geht also da hinten hin. Strom und Heizung kommen in das Thermostat und dann haben wir noch eine zusätzliche Stromleitung für den Lichtschalter. Genau, hier kommt jetzt auch noch Dämmung rein, dann können wir das zuklatschen und dann können wir die Lichtschalter einbauen. So, schaut mal, was der René hier gebastelt hat. Das ist schon wieder eher ein Kunstwerk. Hier schön alles ausgefräst, damit hier die Kabel auch da reinpassen. Ich klebe das jetzt mal schnell da rein. So, ein bisschen Kleber. Ah, ist das schön. So Leute, wir machen jetzt mal kurz Mittagspause. Wir haben hier hohen Besuch aus dem Norden, Finn ist da. Der hat uns gerade was zu essen mitgebracht. René, wir machen Mittag. Ja, machen wir. Ich bin für René Essen zuständig. René isst wieder Haferflocken. Wir chillen das erste Mal im Linienbus. Geil, ey. Hat das, oder? Ja, ist mega. Ist auch so ein Bier weg, schön. Ja, Bier, nee, ich trinke keinen Alkohol mehr. Also ich kann mich ja wirklich daran gewöhnen, hier im Linienbus Mittag zu machen. Ich sehe das so richtig, richtig geil. Ist geil. Ist richtig geil. So, Dämmung ist drinne. Jetzt schmeißen wir die Platte da rein. Erstmal kleben wir die Dämmung noch an. Die ist festgeklebt. Ah ja, die auch schon? Nee, aber lass sie halt da liegen. Interessiert doch keinen. Okay. Wo soll sie denn hin? Ja, weit weg kann sie nicht. Nee. Komm, halt mal die Kamera bitte. Mhm. Ich tüftel mir das hier mal zurecht, dass ich auch die richtigen Löcher treffe. Das ist nämlich wichtig und das macht man ja eigentlich alleine. Hä? Was? Also, wir haben gesagt, oben kommt die Heizung rein, oder? Oder machen wir die Heizung unten rein? Du hast die Qual der Wahl. Ich mache die Heizung unten rein, weil die Kabel liegen jetzt so. Also hier kommt Strom rein für den Lichtschalter. Der Lichtschalter ist übrigens auch so ein WLAN-Lichtschalter, deswegen kriegt er einfach nur Strom und kann dann über das WLAN-System entsprechend alles steuern. Oh nee, ich habe unten nur ein Ding aufgemacht. Wo ist das Messer? Ich finde, das ist schon auch ein großer Schritt, wenn man da so Dosen reinmacht und dann Schalter installieren kann. Das ist schon geil. So final irgendwie. Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall. Das Lautsprecherkabel, das lassen wir mal hier. Ja, ist doch geil, oder? Voll. Schraubsies und ran da. Ja, hier müssen wir den Bündigfräser nochmal drüber, aber das ist, glaube ich, nicht so wild. Schön. So, als nächstes kümmern wir uns um die Planung vorne, damit wir wissen, wie wir da jetzt weiterbauen. Jo, das klingt nach. Boah, wenn es auch so eine Ausgeburt wird, dieses Badezimmer da rein zu zimmern. Vermutlich wird's das. Nach ungefähr einer Stunde Grübeln steht René mit einer riesen Latte da. Ich konnte einfach nichts dagegen tun. Nee, pass auf. Wir haben hier das Badezimmer mal eingezeichnet. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier haben wir mal mit Bleistift einfach gezeichnet. Das, ja, ist jetzt halt irgendwie so der Grundriss. Das ist halt super schwierig, irgendwie das alles so, ja, richtig jetzt auszumessen. Aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Wir fangen jetzt langsam an, das Ständerwerk zu stellen,
von dieser Seite aus. Das heißt, da kommt wieder eine Dachlatte an die schräge Wand, weil die sich natürlich der Schräge so ein bisschen anpassen muss. Und dann versuchen wir erstmal diese Wand hier zu stellen. Ja, hier soll so eine kleine Schräge rein, damit das Badezimmer nicht einfach komplett gerade im Raum steht, sondern halt einfach so ein bisschen schöner und abgeschrägt ist. Ja, und dann denke ich, bevor wir da großartig weiterbauen, gucken wir mal, dass wir den Sicherungskasten hier reinkriegen. Weil wenn die eine Wand steht, dann kann man damit ja schon arbeiten. Oder so. Ach, keine Ahnung. Wir ballern jetzt mal die Latte da dran. Houston, wir haben ein Problem. Upsi, was haben wir vergessen? Kabels. Steckdosing-S. Steckdosing-S. Wir sind so doof, weil wir haben extra schon Kabel und so vorbereitet, dass im Bad Steckdosen liegen. Wir wussten nur noch nicht, wo wir die montieren. Und mir ist es Gott sei Dank noch kurz vor knapp eingefallen. Wir brauchen nämlich im Badezimmer natürlich einen Anschluss für unsere Heizung, die wir noch haben. Diese Spiegelheizung, Infrarot auch. Und wir wollen natürlich Steckdosen im Badezimmer montieren. Und wir brauchen noch ein Kabel später in der Seitenwand irgendwo hier für einen Lüfter. Arme Nakoyum. Ehrlich, so ein Scheiß. Das müssen wir jetzt alles noch da reinmachen. Ich habe mir das hier schon mal notiert. Da machen wir jetzt einfach mit dem Steckdosenbohrer zwei Löcher rein. Machen das eben schnell. Schnell ist auch relativ, aber heute kommen wir schon wieder zu gar nichts mehr. Ja gut, eine Stunde später haben wir dann auch noch ein paar mehr Löcher hier drin. Wir haben hier den Deckenlüfter, also beziehungsweise den Wandlüfter. Hier ist der Ausschnitt für die Heizung. Hier sind die zwei Steckdosen. Und hier ist ein René. Hi. Sehr gut. Jetzt können wir uns dann der eigentlichen Aufgabe widmen und diese Latte da endlich dran schrauben, Leute. Lass mich raus! Ich muss raus! Ja, also das ist der aktuelle Stand. Soweit sind wir gekommen. Wir wollen halt hier eine Schräge reinbauen. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir das nicht nur mit Platten bauen, Platten auf diesem Maß ohne eine Unterkonstruktion, die sind einfach zu wabbelig und zu schepp. Außerdem müssen wir in diesem Rahmengestell ja noch Kabel langlegen. Wir müssen da noch Wasserschläuche langlegen für die Toilette, für die Dusche und so. Deswegen macht eine Ständerbauweise einfach Sinn. Was machen Sie da? Ich arbeite gerade. Hervorragend, willkommen zurück. Leute, jetzt geht's an den Sicherungskasten. Das hier ist ein Hager-Sicherungskasten. Und der kommt hier rein. Wir haben uns alles schon vorbereitet diesmal, ja, und sind jetzt quasi bereit, es zu installieren. Es ist übrigens schon nach 13 Uhr und es ist Freitag. Wir müssen Gas geben. Also ab in den Bus, bis gleich. Piu. Okay, kurz zum Plan. Das ist der Platz, den wir jetzt für den Sicherungskasten haben. Wir bauen oder füttern das quasi, weil das ein Einbaukasten ist. Wir haben nicht mehr so viel Platz, dass wir das direkt in diese Wand reinbauen können. Deswegen bauen wir jetzt die Wand einfach ein Stückchen auf, unterfüttern das, packen die Basisplatte drauf. Dann kommt der Sicherungskasten rein, dann legen wir die ganzen Kabel in den Sicherungskasten und dann ist das Thema eigentlich auch schon erledigt. So, also wirklich, das ist mal wieder so ein Stück weit ein Erfolgserlebnis, was ich gebraucht habe, jetzt wo hier überhaupt nichts passt. Der Sicherungskasten ist drin. Wir haben noch leider keine Sicherung, da kommt aber die Tage der Kollege. Alle Kabel sind hier ordentlich fachmännisch beschriftet worden und ja, das ist der Kasten. Geil, sieht richtig gut aus. Also sieht wirklich richtig gut aus und wir haben uns jetzt nochmal dazu entschieden, während dem Bau, dass wir die rechte Seite abnehmbar gestalten. Eventuell machen wir sogar eine Tür rein, weil der Hohlraum unten drunter ja vielleicht noch für irgendeine andere elektrische Geschichte genutzt werden könnte. Wir wissen es noch nicht, aber so sind wir auf jeden Fall flexibel und können das hier nochmal abbauen. Deswegen ist hier auch so ein kleiner Spalt, das ist der Schnitt, die Schnittbreite 3 mm, passt. So, jetzt kann man nämlich hier einen Wechselrichter noch dran machen, wer könnte da auch da dran machen oder den Solar, bla bla bla. Also es gibt da 1000 verschiedene Möglichkeiten. Hier unten auf dem Boden kann nach wie vor der Wassertank, Batterien könnten vielleicht da drüber oder so. Also da haben wir auf jeden Fall ordentlich Möglichkeiten. Es ist nicht mehr so viel Stauraum tatsächlich vorhanden, aber ich glaube, wir kriegen in dieser Nische hier alles unter, was wir unterkriegen müssen. So, jetzt wird hier weiter ausgemessen, damit wir hier in diesem Chaos weiterkommen. Ne? Ja. Ja. Genau so. Und nicht anerst. Guck mal. Wir haben einen Knast gebaut, zumindest den ersten Teil davon. Das ist doch schon mal ganz geil hier, so mit der Schräge. Weil das sieht halt einfach, wenn du so einen Raum im Raum hast, sieht es einfach schicker aus, wenn das da so ein bisschen schräg ist. René, oder? Ja. Ja, und wir haben uns...
Kein Ding. Wir haben uns quasi, wie bauen wir das? Wir haben uns einfach nur viereckige Rahmen zusammengebaut. Dadurch, dass der Abstand eh so gering ist, müssen wir da auch keine Querstreben reinmachen. Später kommen dann hier von außen die Platten drauf und von innen natürlich entsprechend auch. Das war's eigentlich schon an der ganzen Magie. Jetzt machen wir noch hier die eine fehlende Wand. Wir lassen hier übrigens einen Türausschnitt frei, damit wir da entweder eine Tür selber bauen können oder sogar eine richtige fertige Türzarge mit einer richtigen Tür einbauen können. Das müssen wir uns dann aber nochmal in Ruhe überlegen. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben den Ausschnitt so gelassen, dass wir eine fertige Türzarge dort einbauen könnten. Da brauchen wir nämlich spezielle Maße. Das ist in unserem Fall 63,5. Das ist das geringste Türmaß, was man fertig kaufen kann. Genau, und dann könnten wir tatsächlich auch eine ganz normale Tür da einbauen. Geil, bin gespannt. Ja, schön. So langsam zeichnet sich der Raum ab. Leute, wir müssen jetzt noch einen Türsturz einbauen. Das bedeutet, wir machen auf 2 Meter, weil viel mehr Platz haben wir nicht, machen wir eine Querlatte, wo dann später die Türzarge auch gegen kann. Und ganz oben machen wir noch eine Latte rein, damit das dann auch alles funktioniert und dann auch die Verkleidung und so letzten Endes dran hält. Der Clou natürlich, oder warum wir das jetzt alles gemacht haben mit diesen Hohlwänden, ist natürlich Stabilität und wir können hier jetzt dann noch jede Menge Cables durchlegen und das ist natürlich nicht schlecht. Also, man stelle sich vor, du musst aufs Klo. Gehst du hier, machst du irgendwie irgendeine Tür auf, gehst du hier, so ungefähr. So, dann hast du Bock, dir die Hände zu waschen. Da musst du halt einmal ums Bad rumgehen, weil hier wird das Waschbecken sein. Im Bad ist zu klein, haben wir kein Waschbecken. So, dann gehst du duschen, gehst du hier und kannst hier in diesem Bereich duschen. So, ich meine, ist doch perfekt. So, es ist einfach perfekt. Hier ist eine Steckdose. Hier ist die Spiegelheizung, die wahrscheinlich brutal warm macht hier drin. Hier ist der Lüfter, der heute übrigens auch gekommen ist, den wir aber erst montieren, wenn das richtige Loch drin ist. Leute, das Grundkonstrukt fürs Badezimmer steht. Ich bin sehr stolz auf René und mich, dass wir das so gut hingekriegt haben. Guckt euch das mal an. So, jetzt wird da mal langsam Raum draus. Ich find's richtig geil. Die Wände sind drin, der Sicherungskasten ist da. Wie gesagt, mir fehlen jetzt noch die Sicherungen. Das kommt jetzt dann die Tage, vielleicht Montag. Und jetzt machen wir Wochenende und Feierabend. Ihr haut jetzt gerne mal in die Kommentare, wie euch unser Konstrukt gefällt. Ich bin auf jeden Fall sehr erfreut darüber, dass es hier so gut vorwärts geht am Linienbus. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass wir super langsam sind. Alle sagen, wir sind super schnell. Ich bin vielleicht einfach nur zu ungeduldig. In diesem Sinne, wenn ihr neu hier seid, lasst ein Abo da. Ansonsten haut gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.